Hallo, Hallöchen, wir spielen American Truck Simulator und ja, ich stehe hier beim Händler, beim Mac-Händler und wir wollen uns einen neuen LKW holen und natürlich nach Idaho uns auf den Weg machen. Es ist nämlich das DLC da, ich habe es mir jetzt geleistet, 12 Franken. Hat mich das gekostet und wir wollen uns da ein bisschen umschauen und weiß ich, ich stehe momentan dort und ja, wie gesagt, vom Mac-Händler und Mac habe ich noch gar nicht und da wollen wir doch mal gucken, ob wir uns da einen kaufen können, was ganz modern ist. Ich habe ja hier ein bisschen älteres Modell, oldschool mäßig und jetzt wollen wir uns einen richtig coolen modernen LKW holen und mit denen denn nachher uns auf den Weg machen nach Idaho. So, meine Güte, designmäßig sieht es ja schon mal richtig nice aus, hä? So, wir gucken mal, was hat er denn noch im Angebot? Aha. Okay, Farbe ist schon mal cool. Kabine ist mir irgendwie noch ein bisschen zu klein. Ich bin dann natürlich ein paar Wochen unterwegs. Getrennt. Oh, das ist schon eine größere Kabine. Das ist schon nicht schlecht. Was hat denn das Ding hier eigentlich für Leistung? 415 PS. Okay. So, das ist natürlich alles ab Werk. Der hat dann nochmal eine größere Kabine. Und der sieht schon richtig cool aus. 445 PS. Auch nicht schlecht. Farbe kann man sich jetzt drüber streiten. Und das war hier das Nonplusultra, das Flaggschiff. Mac Atom 70 Sleepers und der sieht doch schon mal ganz fett aus, hä? Ja, vorne der Bulldogge drauf. Was kostet das Ding? Wenn wir unseren in Zahlung geben. Müssen wir noch 100, aha, wir kriegen für unseren noch 95.000 und würden dann noch, ich glaube, das machen wir. Wir machen eigentlich, fahren mal, ich meine, wir könnten den noch Ausführung ändern. Aber standardmäßig ist er ja jetzt schon ganz cool. Die Kabine ist schon die größte drauf. Ich sag Radstand. Hat er jetzt auch schon. So, motormäßig sind wir bei 505 PS. Getriebe 18 Gang. Innen haben wir auch schon Ultra. Boah. Meine Güte, mit Kühlschrank und alles hier drin. Was ist denn das? Eine Mikrowelle? Ich sag ja, das ist ein Wohnmobil. Das ist kein komplettes Wohnmobil. So. Dann hätten wir natürlich noch Farben, könnten wir da noch wählen und ich bin der Meinung, ich habe nämlich da noch einige Mods reingemacht. Nee, das würde mir jetzt, wie sieht denn das aus? Oder hier komplett in amerikanisch gehalten. Blaue Flammen. Das sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, muss ich sagen. Aha, ich glaube, das habe ich reingemacht. Transland.
Aber was haben wir noch? Caterpillar haben wir auch reingemacht. So, ich würde sagen, wir lassen das, aber ich sage, wir können hier natürlich noch Accessoires wahrscheinlich dran bauen, ohne Ende, aber was natürlich auch noch cool ist, kann hier komplett um das ganze Ding rumlaufen. So, ich würde sagen, wir kaufen das so, wie es jetzt hier, warte mal, komme ich dann jetzt wieder zurück. So, genau. Ich würde unseren in Zahlung geben. Okay. Und jetzt haben wir so ein fettes neues Teil. Boah. So, da bin ich mal gespannt, wie sich das fährt. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So, haben wir einen Mac. Das neueste, das größte Modell. Einfach von der Stange, sage ich mal. Standard. Nix extra. So, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir werden das mal starten. Boah, ey. Sag ja, da will ich am liebsten gar nicht fahren, da will ich ja nur drin wohnen. Boah. Das ist schon cool. Gang Automatik. So kann ich jetzt hier pennen. Weiß nicht, ob ich hier auch schlafen kann. Sieht aber so aus. Dann könnte ich nämlich hier mal kurze Pause machen. Genau, dann ist es wahrscheinlich dunkel, wie immer. Es wird dunkel. Und wir werden uns aber noch hier uns so einen Auftrag suchen. Aufträge suchen. So, wir sind... wir sind da unterwegs. Und zeigt er mir jetzt da irgendwie was Spezielles an. Und wir wollen... denke, wenn ich da irgendwie sowas nehme. So, ich will da schon eine krasse Ladung, aber wir müssen schauen, damit wir irgendwie nach Idaho kommen. Gibt es eigentlich nicht irgendwie eine kurze Strecke? Sieht nicht so aus. Warte mal, da ist noch was. Das. Genau, das sieht nicht schlecht aus. Das wird auch noch gehen. Wieder zu lang. Dort zu lang. Verpackte Lebensmittel. Das werden wir mal machen. Auftrag ausführen.
Genau, und dann machen wir uns jetzt auf den Weg nach Idaho. Da waren wir noch nirgendwo in Idaho. Nein, ist halt neu. Hab jetzt lang auch nichts mehr von American Truck Simulator gezeigt. So, fährt sich doch schon mal ganz gut. So, und ich kann hier direkt, glaube ich, nämlich den Anhänger abholen. Der ist nämlich gleich hier. Steht denn das Teil? Irgendwo da hinten. Wo muss ich denn hier lang? Oh, hier steht auch noch so ein Pförtner. So wie es aussieht, hat er hier hinten noch so eine GPS-Antenne drauf. Da weiß der Chef, wenn ich einen hätte, genau wo ich immer bin. So, meine Güte, sieht der gut aus. Nicht gedacht, damit die so schöne LKWs bauen können. So, bloß nichts kaputt machen, der ist noch nagelneu. So, perfekt. Somit kann es losgehen. Boah, ey. Okay, über die Felgen kann man sich jetzt streiten. Die kann man natürlich noch ein bisschen verbessern. Aber sonst ist es ein schönes Teil, meine Güte. So, ich habe irgendwie ein Mausproblem. So wie sich anhört, kommt hier auch noch ein Zug. Wir sind ja über den. Über das Bahngleis. Ja, natürlich kommt da was.
glaube, wir müssen noch ein bisschen den Sitz einstellen. Ich sehe die Spiegel gar nicht, wenn ich so drin bin. Ganz geiles Teil. Sieht einfach cool aus. Ich weiß auch nicht. Mir gefällt's. So, jetzt muss ich aber wieder in Perspektive. Genau, das habe ich mir nämlich gedacht. Ich muss nämlich gleich mal hier runter wieder. So, auf dem Weg nach Idaho. Mit verpackte Lebensmittel. Zum Glück sind sie verpackt. Unverpackt ist blöd. So, 505 PS. Einfach Standard Deluxe Ausführung. Also Innenausstattung. Ich hoffe, es kommt keiner. Ich habe gar nicht geschaut. Boah, um die Zeit ist noch nie einer gekommen. So, Tempomat hat er auch, natürlich. Heutzutage Standard. Dann machen wir den mal bei 60 Meilen pro Stunde rein. Sechs Meilen, also das schaffen wir heute nicht. Aber wir sind auf dem Weg. Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg. Wir haben einen neuen LKW unterm Arsch. Und sind auf dem Weg nach Idaho. So, aber ich würde es wieder so machen, damit wir... jetzt hier weiterfahren oder ich hier weiterfahre und wir sehen uns eigentlich kurz bevor ich beim Ziel bin, sehen wir uns wieder. Also ich fahre mal ein paar Meilen und dann machen wir einen Zieleinlauf wieder zusammen, sonst wird es echt lange. Also eine Sekunde. So, nach etlichen Stunden durch die Nacht sind wir jetzt in Idaho angekommen. Es ist früh morgens, kurz vor 5. Es ist nicht mehr allzu weit, noch 74 Meilen. Und ja, die wollen wir jetzt zusammen in Idaho zusammen abfahren. So, wir sind ja da gestartet, haben den Mac gekauft. Was Unfall? Wo ist denn jetzt ein Unfall gewesen? Damit habe ich nichts zu tun. Kaum bin ich irgendwo, muss ich schon wieder was zahlen. Unglaublich. So, aber ich habe noch ein bisschen meine Sitzposition geändert, damit ich doch ein bisschen hier mit dem Spiegel schauen kann. Wenigstens auf eine Seite. Und hier schon... sehr schön durch die Stadt. Evanston. Wenn ich das richtig sehe.
Idaho ist im Nordwesten der USA und bekannt für seine was habe ich jetzt gelesen? Seine wilde Natur. Die Ausläufer des Rocky Mountains gehen hierher und es ist wohl sehr bergig. Also genau das, was wir brauchen. Wir haben 18 Gang Automatik. Da sollte auf jeden Fall für jeden Berg ein Gang dabei sein. So, und ich muss sagen, der Mac fährt sich wirklich, wirklich sehr entspannt, sehr schön. So, wir riskieren mal so einen Blick darüber. Alles schon sehr schön aus und ich bin gespannt, was wir hier in Idaho erleben. Vielleicht mache ich ja noch so eine Filiale auf hier. Noch ein Stützpunkt für meine Flotte. Ein paar Mac-LKWs. Vielleicht muss ich da noch mal was investieren. So langsam läuft ja der Laden. Sage ich mal, ich glaube, wir haben eine knappe Million. 1,2 Millionen. Da können wir schon ein bisschen was mit anfangen. Da können wir schon ein, zwei LKWs kaufen. Und vielleicht sogar noch irgendwie einen Firmensitz hier. Die Bullen schon wieder. Ich glaube, die haben mich auf dem Kicker. Ich bin mir nicht sicher. So, ich hoffe, es wird mal hell jetzt hier. Euch das ja nicht alles im Dunkeln zeigen, bin schon die ganze Nacht hier durchgefahren im Dunkeln. Jetzt will ich doch noch mal wenigstens den Rest der Strecke im Hellen. Fahren. So, aber ich glaube, es wird hell, langsam. Da hinten sehe und da hinten die Sonne hoch. Fahren wir jetzt wieder Richtung Osten, oder was? Okay, jetzt muss ich auch noch mein Fahrzeug wiegen. Dankeschön. Oh, warte, sieht da rüber. Was ist denn jetzt hier? Wieso ist denn das jetzt hier drüben? So, leicht müde bin ich auch, jawohl. Aber die haben das so gemacht, du kannst von beiden Seiten ranfahren. Das ist natürlich clever. Die Amis haben es drauf, hätte ich fast gesagt. So, ich bin immer noch 42 Tonnen schwer. Nicht leichter geworden, also ist noch alles an Bord. Alles auf dem Anhänger. Wir fahren verpackte Lebensmittel. Irgendwas, was nicht schlecht wird. So, aber ich muss darüber. Oh, schaut, wie schön das hier aussieht. So, jetzt hör auf da. Was muss ich über die schöne Brücke hier? Tatsächlich. Okay, das sieht wirklich schon wild aus, die Wildnis hier. Mal hier drüben. Eine Ranch. Sind irgendwelche Autos.
irgendein Parkplatz. Keine Ahnung, was das ist. Naturpark habe ich, glaube ich, gelesen. So, also es wird hell. Sehr schön. So, dann versuchen wir das mal hier mit der Außenkamera. Solange wie kein Abzweigung kommt. Boah, das sieht schon ganz anders aus hier, die Landschaft. Bäume, hügelig. So, muss mal gucken. 30 Meilen noch. Sehr schön, sehr schön. Bin vielleicht ein bisschen langsam. Aber wir wollen ja auch das ein bisschen genießen hier. Die Fahrt. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin muss. Geradeaus, okay. Ah, jetzt wird es doch ein bisschen anspruchsvoller hier, das Gelände. Jetzt ist da schon ein bisschen... Wir fahren bergauf. So, quasi sind wir im Wilden Westen, oder was? Da hinten für eine gigantische Brücke. Die Sonne geht auf. Lewis and Clark. So, warte mal. Okay, ich wollte zwar nicht alle vorlassen, ich wollte noch mal gucken, wie es hier aussieht. Aber das, die Gegend gefällt mir schon mal. So. So, bin immer noch am Beschleunigen, aber jetzt sind wir, glaube ich, oben. Sehr spezielle Landschaft hier. So, machen wir mal ein bisschen sachte hier, damit wir gleich wieder irgendwie was zahlen müssen. So, ich glaube, wir haben das Ziel gleich mal erreicht. Wird auch Zeit. Hier kann ich auf jeden Fall schon nachher mal ein Päuschen machen, so wie es aussieht.
auch sehr schön aus hier, der Rasthof. So, und wir müssen eigentlich hier abbiegen. Der Sonne entgegen. Jawohl. Oh, hier Wohnmobile. Ich hätte auch gern so ein amerikanisches Wohnmobil. Die sind irgendwie so gigantisch. Da brauchst du gar kein Haus mehr. Da kannst du direkt in so einem Wohnmobil leben. So, ich muss hier irgendwo, muss das hier sein. Kenne mich auch noch nicht aus hier. Da ist es. 50% Rabatt haben sie. Guck, hier eine alte Dampfmaschine oder was? So, ist das ein Einbrecher oder was macht der da? Klebt er mit den Händen fest? Keine Ahnung. Ich glaube, der putzt. Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich irgendwo angeeckt. Okay, das ist blöd. Mich so auf den Einbrecher konzentriert. Was mache ich denn? Komplette Katastrophe hier. Ja. Bin schon ein bisschen müde. Kann ja mal passieren. Kann ich hinten rum auch fahren? Ich glaube nicht. Ja, das heißt, ich muss die Karre rückwärts schieben. So, zum Schluss wird's noch mal komplett spannend, oder was? So, stellen wir uns auf den Behindertenparkplatz. Oh mein Gott. So, das Beste ist ja am Trucker-Leben das Einparken, ne? Da bist du stundenlang, fährst nur geradeaus, musst nicht groß schauen und dann hast du hier sowas. Jetzt wollen natürlich alle sehen, wie ich versage. Jetzt fahre ich nämlich schon auf den Bordstein. Was soll ich denn das Ding da reinbekommen? Die Irre. Ja, mit der Taste könnte ich das machen. Ich glaube, da bin ich schon dran. Aber kann ich jetzt nicht schon drücken da? Ach, vielleicht nicht.
Jetzt ist es erledigt. So. Das interessiert uns gar nicht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in Idaho. Und ja, ich würde sagen, schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt American Truck Simulator und vor allen Dingen mit diesen geilen Teil. Macht's gut, bis denn dann. Ciao, ciao.